willkommen bei Panasonic. Ich bin Bianca, schön dich kennenzulernen. Hey, pass mal auf. Büro ist wie Achterbahnfahren. Wenn man das täglich 8 Stunden machen muss, dann kotzt man irgendwann. Herr Strombügel, Sie sind noch nicht dran. Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz. Du kannst ruhig schon durchgehen. Hey, komm noch rein. Wir gehen erstmal zu meinem Platz. Und hast du dich hergefunden? Das ist schön. Ich zeige dir gleich mal meine Aufgaben in der Personalabteilung. Zum Beispiel kümmere ich mich um die gesamte Zeiterfassung. Eine weitere Aufgabe ist es, die Posten mitzumachen. Das können wir gleich machen. Dann kann ich dir aber auch das ganze Gebäude zeigen. Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Malte. Schön, dich kennenzulernen. Ich kann dir gleich mal ein bisschen was über unseren Showroom erzählen. Hier haben wir den Thermomix. Dafür entwickeln wir wichtige Elektronikbauteile. Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Sie dürfen hier nicht mit irgendwas anfassen. Nichts. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Es ist auch schon so spät. Wir müssen gleich zum Mittag gehen. Kommst du mit? So, dann lass uns schon mal zu den anderen gehen. Wir sind nämlich schon da. Das ist Bianca, die kennst du ja schon. Hier ist Sarah, die ist zurzeit im Einkauf. Und das ist Florian, zu dem kommst du als nächstes in der Reihe. Schön, dich kennenzulernen. Wir reden gerade über unser Azubi Welcome Event. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine SAP-Tour gemacht auf der Ilmenau. Dieses Jahr wollen wir Lasertag spielen gehen. Oder vielleicht auch Paintball. Nee, das tut immer so viel. Ja, ich freue mich am meisten aufs Essen. Aber dann haben wir uns ja auf Lasertech-Spiel geeinigt. Ja. Genau. Ja. Oh, es ist schon so spät. Du begleitest mich ja gleich. Wir gehen jetzt nämlich zu Max und Eike, die machen ein Experiment. Das können wir uns gleich mal angucken. So Eike, dann zeig uns doch mal, was du hier machst. Ja, wir entwickeln hier am Standort Leistungselektronik. So eine Entwicklung dauert ca. 3 Jahre, vom ersten Prototypen bis zur Serienreife. Ich habe hier meinen Onboard-Charger mitgebracht. Den braucht man zum Beispiel, um ein Elektroauto über eine Steckdose zu laden. Genau, hier liegt der Onboard-Charger. Hier sollte man jetzt eigentlich die... Oh, jetzt war es kaputt gegangen. Jetzt benötigen wir neue Teile. Hey Sarah. Das Experiment von Eich und Max ist schief gegangen. Wir brauchen dringend neue Teile. Okay. Willst du uns das hier besorgen? Ja, gerne. Ja, genau das ist es. Okay, bestelle ich euch. Das sollte auch ziemlich schnell da sein. Alles klar. Ah, da ist es auch schon. Hier ist auch direkt die Rechnung drin. Wir können die auch schon ins Accounting bringen. Dann kann es direkt bezahlt werden. Eine Rechnung für dich. Kannst du die bitte bearbeiten? Ja, klar. Ich habe schon mitbekommen, was vorgefallen ist. Wenn du möchtest, kannst du auch gleich hier bleiben, damit wir die zusammen bearbeiten können. Heute machen wir das alles digital. Früher ist das alles schriftlich dokumentiert worden und wurde mit Schreibmaschine bearbeitet. Wir können das alles an deinem Platz machen, wo du später sitzen willst, und dann zeige ich dir alles.